Mein Name ist Carsten Todd. Willkommen bei Hottentot, Hottentot, Hottentot. Bis die blauen Jungs mit der Tür einrennen, kann ich erstmal versuchen, einen Teil der GZ-Gebühren anständig zu verbraten. Nur mit 6. Bist du zufriedenzustellen? Nur mit 6. Bist du zufriedenzustellen? Nur mit 6. Bist du zufriedenzustellen? Nur mit 6. Herzlich willkommen zu meiner 50. Sendung. Ursprünglich war geplant, heute mit der Eröffnung meines Specials. Mit dem alternativen Arbeitstitel Erotik-Special zu beginnen. Erotik ist natürlich ein sehr weitreichender Begriff. Wir stecken mittendrin und sicher war bereits zu merken, dass ich eher Sexualverbrechen anspreche, als einen Porno zu bieten. Ich wünsche trotzdem viel Spaß. Punkt 3. Punkt 4. Der Islam und die Frauen. Die Unterpunkte dieses Gliederungspunktes befassen sich mit der schwierigen Rolle der Frauen im Islam und den islamischen Ländern, insbesondere in Pakistan. Ebenso werden einige Probleme aufgegriffen, die daraus erwachsen oder erwachsen können. Punkt 3, Punkt 4, Punkt 1. Sex and Drugs in Peshawar. Die Abhängigkeit vom Mann. Gulnaz war noch ein Kind, als sie einem Schuster zur Frau gegeben wurde. Einem Analphabeten wie sie selbst. 104. Nach mehreren Kindern und vielen Jahren Ehe verstoß er sie. 105. Dreimal rief er, ich verstoße dich, und nach den Regeln des Islam war er damit beschieden. 106. Sie durfte ihre Kinder nicht mehr sehen, und jedes Mal, wenn sie es versuchte, jagte er sie weg, beschimpfte sie oder schlug sie zusammen. 107. Ein Onkel nahm Gulnaz höchst widerwillig in sein Haus auf. 108. Eine verstoßene Frau ist wie ein brünstiger Wasserbüffel. 109. Ihre sexuelle Gier könnte dem Ansehen der Familie ernstlich schaden und den Wert ihrer Cousinen auf dem Heiratsmarkt beeinträchtigen. 110. Ein Bekannter des Onkels war bereit, Gulnaz als zweite Ehefrau dazuzunehmen. 111. Sie wurde für nichts weggegeben. 112. Er brauchte sie nur zu ernähren und zu kleiden und zu kontrollieren. Und außerdem konnte er mit ihr Sex haben, wann immer er wollte. 113. Gulnaz bekam von ihrem zweiten Mann ein Kind. Ein Mädchen. 114. Plötzlich erschien der Schuster wieder auf der Bildfläche. 115. Er beschuldigte sie der Zina des Ehebruchs und behauptete, er sei nie von ihr geschieden worden. 116. Was für einen eindeutigeren Beweis als ihren Ehebruch gab es als das Kind, das sie geboren hatte. 117. Der Schuster erhob Anklage und Gulnaz wurde verhaftet. 118. Diese Abhängigkeit der Frauen vom Mann basiert auf 1400 Jahre alten Regeln des Koran. 119. Und den Hudud-Verordnungen, die in das pakistanische Gesetzbuch aufgenommen sind. 120, 121. Früher bestand die Strafe aus Auspeitschen. 122.
Heute werden Frauen nicht mehr ausgepeitscht. Dafür erwartet die vor Gericht gezerrte Ehebrecherin eine lange Haftstrafe. 123. Unter der islamischen Gesetzgebung sind Frauen und Minderheiten nicht mehr als Untergebene. 124. Die Rechte der Frauen sind auf das Minimum reduziert. 125. Zuerst sind sie Eigentum ihres Vaters und anschließend ihres Ehemanns. 126. In der Islamischen Republik Pakistan ist das Klima gegenüber Frauen so hasserfüllt und diskriminierend, dass besitzbewusste und rachsüchtige Väter und Ehemänner mit der großen Leichtigkeit ihre Töchter und Frauen unter der Vortäuschung von Zina jahrelang im Gefängnis leiden lassen können. 127. Die Rechte der Frauen sind vage, ungreifbar und abhängig von den Launen des Ehemanns. 128. 129. Sie sind religiös begründet, stetig der Gewalt der Männer ausgesetzt. 130. Sie werden geschlagen und misshandelt. Alles unter dem Vorwand der Religion. 131. Nicht mal die Gefängnisdirektorin nimmt Rücksicht auf diese Frauen. 132. Nach westlichem Verständnis besitzen diese Frauen keine Rechte und es zeigt auch niemand Interesse an ihnen. 133. Gleiches gilt für Kinder. 134. Hulnats Familie hat sich geweigert, ihre kleine Tochter mit ins Gefängnis zu schicken. 135. Das Mädchen lebt bei der ersten Frau ihres zweiten Mannes und hilft ihr im Haushalt und auf dem Feld. 136. Wenn Kinderarbeit bei Fremden als hohes Kinderglück angesehen wird, ist das sehr aufschlussreich über eine Gesellschaft. Im Gefängnis herrscht Tauschhandel und Korruption. Und ein solcher Platzmangel, dass Hüfte und Beine im Schneidersitz verkrüppeln. 137, 138. Ausgefranste Kleiderfetzen werden als Monatsbinden benutzt. 139. Die Krätze kursiert. 140. Dazu kommt die stetige Ungewissheit, was noch bevorstehen möge. 141. Kinder leiden an Unterernährung und Blutarmut. 142. Sie frösteln selbst in der drückenden Hitze, sind matt und grau. 143. Um ihre Mütter ist es nicht besser bestellt. 144. Das pakistanische Rechtssystem ist längst mit allen anderen gesellschaftlichen Systemen zusammengebrochen. 145. Eine Geschäftsfrau muss schnell als Opfer von Betrug und Schmuggel in dieses Gefängnis. 146. Einige Frauen sitzen sogar wegen einer eigentlich guten Tat und bedingt unschuldig darin. 147. So berichtet eine alte Frau, sie wollte zusammen mit ihrer Tochter deren Hochzeitskleid in der Stadt Multan kaufen. 148. Die Stoffe für das Brautkleid hätten in Multan eine viel bessere Qualität als die in Peshawar, behauptet sie. 149. Auf der Busfahrt von Peshawar nach Multan kam es zur Polizeikontrolle. 150.
Peshawar ist das größte Schmuggelzentrum von ganz Südasien. 151. Alle Passagiere mussten aussteigen und die Polizisten begannen, den Bus zu durchsuchen. 152. Später haben man sie und ihre Tochter wegen Schmuggel von Hasch festgenommen. 153. Sie hätte aber noch nie Hasch gesehen. 154. Die Polizei habe ihr das Paket einfach unter die Bank geschoben, um sie festnehmen zu können. 155. Sie wisse wirklich nicht, wem sie das zu verdanken habe. 156. Sie habe noch nie in ihrem Leben etwas verbrochen. 157. Für die Verhältnisse in diesem Gefängnis geht es ihnen sehr gut. 158. Mutter und Tochter haben einen guten Platz in der Baracke, in der Ecke an der geschlossenen Wand. 159. Neben ihren aufgerollten Matratzen stehen mehr Plastiktüten als bei den anderen Frauen. 160. Die Taschen sind ausgebeult von Lebensmitteln, von Tee, Zucker, Milch und Süßigkeiten. 161. Mit so vielen Dingen zum Tauschen oder zum Erkaufen von Dienstleistungen ist ihre Stellung blendend. 162. Sie besitzen einen Eimer mit Kohlen, auf dem sie ihr eigenes Essen kochen. 163. Ihre Familie kommt immer an den erlaubten Tagen zu Besuch. 164. Aber Fakt bleibt, Mutter und Tochter sind jahrzehntelang gemeinsam verurteilt. 165. Etwas mehr Rücksicht nehmen die Behörden wohl nur bei weißen Ausländerinnen. Das ist rassistisch. 166. Kinder, die von Insassinnen dieses Gefängnisses geboren werden, leben nicht lange. 167. Eine Frau erzählt, sie wurde vom Vater des Kindes, ihrem Ehemann, wegen Ehebruchs angezeigt. 168, 169. Was geschehen ist, sei nicht ihre Schuld, meint sie. 170. Es sei die Schuld eines 16-jährigen Jungen, der ihr einen Brief geschickt habe. 171. Er schrieb, dass er in sie verliebt sei. 172. Sie hat ihm nie geantwortet. 173. Aber ihr Mann, ihr Vater und ihre Brüder sagten, es sei ihre Schuld. Es läge an ihr, dass ihr der Junge diesen Brief geschrieben habe. 174. Sie sei eine Schlampe und Hure und hätte die Aufmerksamkeit des Jungen auf sich gelenkt. Ein Mann käme von sich aus nie auf eine solche Idee. 175. Die Frau betet, dass ihr Mann sie wieder zurücknimmt. 176, 177. Oder dass er einmal kommt, um nach seinem Sohn zu sehen. 178. Die Familie findet, dass sie nichts als Probleme mache. 179. Ihre Brüder werden sie ermorden, sobald sie aus dem Gefängnis kommt. 180. Das haben sie ihr angedroht. 181. Die Frau ist eingeschüchtert und möchte gar nicht daran denken. 182. Eine andere Frau ist noch ein 14-jähriges Mädchen. 183. Sie wagt nicht, die Frage zu stellen, was jemals aus ihr werden soll. 184. Sie gebar vor 2 Wochen einen Sohn in diesem Gefängnis.
185. Der Vater des Kindes ist einer ihrer Cousins. 186. Ihr Vater hat sie bei der Polizei angezeigt, als sie schwanger war. 187. Der Richter hat sie zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt. 188. Das Kind ist der Beweis für verbotenen Geschlechtsverkehr. 189. Sie hat ihrem Vater versprochen, den Cousin zu heiraten und seine zweite Frau zu werden. 190. Vielleicht muss sie dann ihre Strafe nicht absitzen. 191. Der Vater des Kindes, der Cousin des Mädchens, sagte erst, er würde sie heiraten, wenn das Kind ein Junge wird. 192. Jetzt, da es ein Junge ist, sagt er, zuerst will ich das Kind haben, dann sehen wir weiter. 193. Das Gesicht des Mädchens ist ausdruckslos. 194. Es macht ihr nichts mehr aus, ob sie morgen freigelassen wird oder in 5 Jahren. 195. Ihre Brüder oder Onkel werden sie in Stücke hacken. 196. Das Kind ist der Sohn einer gefallenen Frau. Er wird als Paria aufwachsen. 197. Niemand wird ihn je liebevoll ansehen. 198. In seinem kurzen Leben hat ihn sogar die Mutter nicht einmal gestreichelt. 199. Ein anderes Mädchen, 13 Jahre alt, war immer der Besitz ihres Vaters, ihrer Brüder und Onkel. Und das wird sich nie ändern. 201. Das einzige Mal, dass sie etwas Unabhängiges getan hat, etwas gegen den Willen ihres Vaters, hat sie in dieses Gefängnis gebracht. 202. Er hätte sie auch ermorden können. 203. Das hätte keinen gewundert. 204. Das 13-jährige Mädchen war für die Brust bestimmt. 205. Aber sie verliebte sich in einen Jungen und lief mit ihm weg. 206. Auf einen Hinweis ihres Vaters wurde sie von der Polizei aufgegriffen. 207. Ihr Vater sagte dem Freund, er müsse das Mädchen heiraten und forderte von dem Jungen einen Geldbetrag, der nach seinen Berechnungen genauso hoch war wie der, den sie als Prostituierte hätte verdienen können. 208. Der Junge und seine Eltern lehnten ab. 209. Der Junge, der ebenfalls ins Gefängnis kam, wurde von seiner Familie freigekauft. 210. Das Mädchen blieb in Haft. 211. Der Richter hat sie inzwischen zu 7 Jahren Gefängnis verurteilt. 212. Ihr Vater hält das als Strafe für ihren Ungehorsam für richtig. 213. Er hätte ihre Jungfräulichkeit gut an einen reichen Pakistani verkaufen können, der sie, wie es Usus ist, ein paar Jahre als Konkubine gehalten und den Vater des Mädchens gut entlohnt hätte. 214. Ein anderes Mädchen, 17 Jahre, wurde gemeinsam mit ihrem Freund verhaftet, weil sie ein Panjabi-Mädchen und er ein Patane ist. 215. Sie wollen noch immer heiraten. 216. Der Schuster soll inzwischen ebenfalls im Gefängnis sitzen, wegen Drogenhandels.
217. Die Scheidungsdokumente soll er inzwischen unterschrieben haben. 218. Das ändert nichts an der Situation der Frau. 219. Sie war von ihrem zweiten Ehemann schwanger, den sie damals noch nicht hätte heiraten und mit dem sie auch keinen Geschlechtsverkehr hätte haben dürfen. 220. Die Zina-Anklage wurde nicht fallen gelassen. 221. Sie muss weiter in der Gefängnisbaracke von Peshawar bleiben, bis der Richter eine Strafe wegen eines Vergehens verhängt, von dem sie nicht wusste, dass sie es begangen hatte. 222. Medientätigkeit. Diese möchte ich gerne einmal grundlegend beantworten, damit sie nicht immer wieder aufkommen müssen. Nachfolgend die Top 3. Platz 3. Haben Sie als Medienschaffender nicht sehr viel Verantwortung für künftige Generationen und müssen darauf achten, was Sie sagen? Klar, das hat Durchschnittsscheiß. Klar, das hat Durchschnittsscheiß. Platz 2. Positionierst du dich nicht durch deine Medientätigkeit und sind deine Arbeiten nicht sehr anstößig? Nein. Ich ließ meine kreativen Tätigkeiten eine Weile schleifen, aber besitze dennoch viel Erfahrung und Qualifikationen, vor allem im Bereich Text. Zudem bin ich von mir selbst sehr daran interessiert, aber selbst möglichst keine Stellung oder Position zu beziehen. Wenn man so viel macht, wird womöglich für Menschen, die sich intensiv mit meiner Arbeit beschäftigen, die Möglichkeit bestehen, mich ansatzweise zu lesen und kennenzulernen. In der Regel passieren mir aber keine Anfängerfehler mehr. Zudem wird diese Sendung vom Radio OKJ Mittags, Nachmittags und Abendprogramm gesendet, was mich eher auf einen FSK-0 schließen lässt. Offenbar kann ich nicht wirklich böse sein, noch nicht mal, wenn ich das sehr bemüht versuche. Platz 1. Der absolute Highscore. Es gibt wohl kaum eine dümmere Frage, die man stellen kann, als einen kreativen Menschen zu fragen, warum er künstlerisch tätig ist. Okay, eigentlich gibt es keine dummen Fragen, aber diese Frage zeigt dann doch schon eine ganz besondere Form geistiger Armut. Also nochmal, denn komödiantischer hätte ich es selbst kaum aufbereiten können. Warum tun Sie das überhaupt? Es sitzt etwas in meinem Kopf, was da nicht hingehört. Das nennt man Gedanken und Ideen, manchmal vielleicht sogar Gefühle. Andere kennen das Letztgenannte vielleicht zumindest in Form von Hunger oder Durst. Diese sammeln sich an und müssen irgendwann raus. Es könnte auch versuchen, mich von diesem zunehmend auffressen zu lassen oder diese Verrücktheit einfach im Privat- und Berufsleben auszulassen. Aber künstlerische Tätigkeit erscheinen mir für manche Handlungen noch eine geeignetere Alternative. Wenn sich davon andere Leute unterhalten, begeistern, mitreißen, anspornen, inspirieren, motivieren, stützen oder was auch immer lassen, ist mir das vollkommen recht. Die größte Freude liegt aber wohl unweigerlich darin, sich selbst auf eine Art und Weise ausleben zu können, wie es im Privat- und Berufsleben vollkommen
Jahr veröffentliche ich meine Werke. Ein Dichter schreibt Gedichte. Ein Maler zeichnet Bilder. Ein Musiker schreibt und produziert Songs. Ein Schriftsteller schreibt Bücher. Und ich mache eben alles. Das ist Entertainment. Klar ist dabei immer einiges dabei, was ungesehen in den Schubladen verschwindet und nie wieder auftaucht. Einiges ist es eben doch wert, veröffentlicht zu werden. Wer das nicht sehen, hören oder fühlen möchte, der soll ab- oder umschalten. Das erscheint mir persönlich die einfachste Variante. Wenn sich keiner mehr für meine Arbeiten interessiert, erreichen diese auch kein Publikum. Solange es jedoch Menschen gibt, die sich für meine Arbeiten interessieren, werden diese auch ein gewisses Publikum erreichen. Das ist zwangsläufig so und erfordert im Prinzip keine Einwirkung auf andere. Anders ist das, als wenn ihr zum Beispiel zum Bäcker geht, um euch ein Brötchen zu kaufen. Der Bäcker muss euch wohl euer Brötchen geben. Es ist aber niemand verpflichtet, sich meine Arbeiten anzutun. Das geschieht auf völlig freiwilliger Basis. Achtung! Vorsicht! Bitte nicht nachmachen! Dies ist eine alternative, musikalische, komödiantische, journalistische Unterhaltungssendung. Das verstehen einige Leute nicht. Nachahmungen schweben ständig in großer Gefahr, starker Hetze und ausschweifenden Verleumdungen ausgesetzt zu sein. Fakten und Inhalte könnten ungeprüft verdreht werden. Sobald ihr ein einziges kritikfähiges Wort benutzt, könnte beispielsweise unterstellt werden, verrückt zu sein, Frauen wie Objekte zu behandeln, wenn nicht noch Schlimmeres, rechtsradikal oder ein Homostar zu sein. Euer YouTube-Kanal könnte zerschossen und beinahe vollständig zerstört werden. Ihr könntet euren Arbeits- oder Studienplatz verlieren, bei euch völlig unbekannten Personen anecken und die Polizei könnte geneigt sein, Falschanzeigen und falsche Beweise gegen euch mit großer Freude und lächelndem Gesicht anzunehmen. Ihr könntet alles verlieren, was euch gut, teuer und heilig ist. Daher eine offenbar notwendige Warnung an alle, die sich einem Selbstversuch geneigt fühlen und sich an diese Sendung anlehnen wollen. Bitte macht das, was ihr hier hört, bitte nicht nach. Punkt 3.4.2 Häusliche Gewalt im Islam. Es geht um das Abschneiden von Nase und Ohren, das Ausstechen von Augen, das Verstümmeln mit Salzsäure, das Kahlscheren von Kopf- und Augenbrauen, um Gruppenvergewaltigung als Strafe für eine von der Familie des Opfers begangene Verfehlung, das Erdrosseln oder Erschießen einer Schwester oder Cousine, die sich nicht so verhalten hat, wie es vorgeschrieben ist, oder das Verbrennen einer Schwiegertochter oder Schwägerin bei lebendigem Leib. 223. Die Schlussfolgerung, Armut und Mangel an Bildung sind Ursachen
von Gewalt, 224. Es ist ein optimistischer Glaube an die heilsame Wirkung von Bildung und Aufklärung, 225. Das alles bringt einen Bürgermeister zu der Warnung, dass er persönlich jedem Jungen die Knochen brechen werde, der Mädchen belästige, 226, 227. Als Grund wird gelegentlich ein zu geringer Brautschatz oder das Fehlen eines Sohnes angeführt, 228. Ein alter Mann, dessen Frau ihm als junges Mädchen verkauft wurde, schlägt sie erbarmungslos mit einem Stock zusammen, weil sie es wagt, ihm zu antworten. 229. Zur Rechtfertigung führt er seine Religion an. 230. Gender können auch Schwiegermütter und Schwägerinnen sein. 231. Sie behandeln das neue Familienmitglied wie eine Sklavin. Sie treten, schlagen und verbrennen sie. 232. Zum Glück gibt es auch andere, die Frauen, denen so etwas widerfährt, auffordern, sich gegen diese Gewalt zu wehren. 223. Gebildete pakistanische Männer geben aber oftmals westlichen Organisationen wie dem IWF oder der Weltbank die Schuld an diesem Übel. 234. Diese Organisationen seien für die Verbrennungen, die Ehrenmorde und die Ausbeutung der pakistanischen Frauen verantwortlich, weil sie die heutige Situation aufrechterhielten. 235, 236. Statt den Frauen Geld zu geben, gäben sie es den offiziellen pakistanischen Instanzen. 237. Diese seien völlig von korrupten, feudalen Grundbesitzern und korrupten Militärs beherrscht, die das Geld in die eigene Tasche stecken. 238. Allerdings sind die Gründe für die Gewalt gegen Frauen im eigenen Haus zu suchen und nicht jenseits der Landesgrenzen. 239. Das zusätzliche Unterhaltungselement für diesen Unterpunkt zielt darauf, Frauen den Mut zu geben, sich gegen eine solche Unterdrückung aufzulehnen oder sie zumindest zum positiven Schmunzeln zu bringen. Darauf wird im Anhang Musikproduktionen mit dem Unterpunkt 4 Frauen sind das Beste dieser Welt verwiesen. Anhang Musikproduktionen. Punkt 4. Frauen sind das Beste dieser Welt. Dieses musikalische Werk erstellte ich vollständig selbst. Ich schrieb selbst den Text, sprach es selbst ein und produzierte es auch selbst. Ich gestaltete es also in seinem vollen Umfang selbst und selbstständig. Lediglich für den musikalischen Hintergrund bearbeitete ich selbst ein fremdes Werk. Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von Ghost mit dem Titel Reverie Small Theme. Frauen sind das Beste dieser Welt, nicht zu bezahlen mit viel Geld. Frauen sind das Beste dieser Welt, alles, was auf dieser Welt noch zählt. Frauen sind voller Gefühl und zart und bleiben dennoch immer stark. Diplomatisch, süß, charmant. In der Welt sehr wohl bekannt, das Beste, was einem Mann passieren kann.
Frauen sind das Beste dieser Welt, nicht zu bezahlen mit viel Geld. Frauen sind das Beste dieser Welt, alles, was auf dieser Welt noch zählt. Sie stecken oft zurück für ihres Mannes Glück, halten alles fest zusammen. Fraglich, wie wir ohne sie auskamen. Gut, wenn wir eine von ihnen bekamen. Frauen sind das Beste dieser Welt, nicht zu bezahlen mit viel Geld. Frauen sind das Beste dieser Welt, alles, was auf dieser Welt noch zählt. Wenn eine Frau die Mitte deines Herzens trifft, weißt du erst, was Liebe ist. Wir dürfen sie nicht unterdrücken, sie höchstens zärtlich an uns drücken. Denn nur durch sie kann unser Leben glücken. Frauen sind das Beste dieser Welt, nicht zu bezahlen mit viel Geld. Frauen sind das Beste dieser Welt, alles, was auf dieser Welt noch zählt. Behandelt eure Frauen gut und habt auch gerne den Mut, jederzeit für sie einzustehen. Dann werdet ihr bald sehen, Glück ist, wenn sie zu euch stehen. Frauen sind das Beste dieser Welt, nicht zu bezahlen mit viel Geld. Frauen sind das Beste dieser Welt, alles, was auf dieser Welt noch zählt. Gegebenheiten und Handlungen in den kreativen Werken dieser Sendung sind frei erfunden. Bezüge zu real existierenden Personen sind rein zufällig und so nicht beabsichtigt. Hallo Welt! In der Welt geschieht so vieles und leider geht vieles davon zwangsläufig an einem vorbei. Bei manchen Themen mag das wirklich schade sein. Daher spreche ich hiermit gerne eine Einladung für alle wichtigen Anliegen und ebenso an alle eventuellen Interviewpartner aus. Leider kann ich auch nicht auf alles reagieren, was auf der Welt geschieht. Doch ich bin für jedes Thema offen und womöglich lohnt sich das Anschreiben. Gleiches gilt für alle Musiker. Gerne könnt ihr mich bezüglich eurer Kompositionen kontaktieren. Vielleicht lässt sich davon irgendwas verwenden. Ähnliches gilt für alle möglichen Belange, die mich vielleicht teilweise derzeit noch gar nicht erreichen mögen. Eine kurze Nachricht reicht. Ich freue mich. Punkt 3, Punkt 4, Punkt 3. Die ideale muslimische Frau. Die ideale muslimische Frau ist verschleiert, womöglich sogar mit Gesichtsschleier, und trägt Kopftuch, keine Jacke und Hose wie ein Mann. 240.
In Pakistan ist das Kopftuch schon längst kein Diskussionsgegenstand mehr. Diskutiert wird das Bedecken der Haare und des Halses oder des ganzen Körpers, vom Scheitel bis zur Sohle. 241. Auf offiziellen Veranstaltungen werden aber nicht immer Burkas getragen. Die blauen und weißen Zelte mit der kleinen Rosette vor den Augen. 242, 243. Frauen in Jacke und Hose sind fast schon verdammt. Verdammt wegen der angeblichen Männlichkeit des Damenanzugs. Und zugleich auch wegen des Schnitts, der zu viel weibliche Konturen sichtbar werden lässt. 244, 245. Ein Gesandter Allahs soll sogar mal eine Frau auf der Stelle verflucht haben, weil diese Männerkleidung trug. 246. Der Gesandte Gottes hat gesagt, Allahs Fluch soll auf den Männern ruhen, die Frauen imitieren, und Allahs Fluch soll auf den Frauen ruhen, die Männer imitieren. 247. Zu ausländischen Frauen, die diese Kleiderordnung nicht befolgen, sind andere Frauen trotzdem nett. 248. Zu Frauen ihrer Religion wären sie dies aber vielleicht nicht. 249. Die muslimischen Gesetze werden fast ausschließlich von Männern vertreten. 250. Zu einer der größten fundamentalistischen Parteien Pakistans, 251, zählt eine einzige weibliche Senatorin, Dr. Ferdows, 252. Sie ist häufig im pakistanischen Fernsehen mit Gesichtsschleier und allem, was dazugehört, zu sehen. Und man muss eben akzeptieren, dass sie es ist, denn kontrollieren lässt es sich nicht. 253. Sie sagt immer dasselbe. Der Islam sei gut für die Frauen, im Westen würden die Frauen ausgebeutet und müssten sich prostituieren, seien Arbeitstiere und Sklaven. 254. Im Senat hat Dr. Ferdows gegen eine Regierungsvorlage gestimmt, die Strafe für Ehrenmorde von 14 auf 25 Jahre zu erhöhen. 255. Der Änderungsantrag hätte, so Dr. Ferdows, die Scharia untergraben. 256. Denn die Regierung versuche auf Dauer und hinterlistisch Quisas und Diyat, das islamische Vergeltungsrecht, aus dem Gesetz herauszunehmen. 257. Ein Mensch dürfe nicht an Allahs Willen deuteln. 258. Wir befinden uns mitten in einem Kulturkampf. 259. Westliche Länder üben ständig Kritik an den Rechten, die der Islam den Frauen geschenkt hat. 260. Ihr einziges Ziel besteht darin, diese Zivilisation kaputt zu machen. 261. Die ideale muslimische Frau ist in erster Linie Mutter. 262. Muslime lassen Mädchen so früh wie möglich heiraten. 263, 264. Der Islam befiehlt den Mädchen, unmittelbar nach dem Einsetzen der Pubertät zu heiraten. 265. Sobald die erste Regel kommt, bei manchen Mädchen ist das erst mit 15 oder 16 Jahren der Fall, bei anderen kann sie schon mit 9 Jahren einsetzen. 266,
267. Das Durchschnittsalter für die erste Menstruation liegt ungefähr bei 13 Jahren, 268. Der Generalsekretär meint, dass der Koran den Muslimen aufgetragen habe, sich zu vermehren, 269. Die Vermehrung der Muslime soll also so früh und zahlreich wie möglich stattfinden, trotz großer Armut, 270. Aus dem Westen kämen schmutzige Reden, die behaupten, dass der Islam es den Frauen verbiete, außerhalb des Hauses zu arbeiten, 271, 272. Vom Standpunkt des Islam darf eine Frau Ärztin oder Anwältin sein, 273. Sogar Lkw-Fahrer oder Bauarbeiter, wenn sie das werden möchte, 274, 275. Nirgendwo haben der Koran und der Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, das verboten, 276. Sie darf jeden Beruf ausüben, den sie möchte, aber nicht in gemischten Betrieben mit Männern. 277. Frauen können nur Lkw-Fahrer werden, wenn alle Fahrer Frauen sind und alle Packer und Schauerleute Frauen. 278. Sonst ist es nicht erlaubt, denn es können schmutzige Dinge zwischen männlichen und weiblichen Lkw-Fahrern passieren. 279. Jeder wüsste, dass es in Situationen sogenannter Kollegialität schnell mit der Keuschheit vorbei ist. 280, 281. Der Islam sage, dass Ärztinnen nur in Krankenhäusern arbeiten dürften, in denen nur Frauen beschäftigt sind und nur weibliche Patientinnen liegen. 282. Frauen dürfen nur an einer Mädchenschule mit einem weiblichen Kollegium und Hausmeisterinnen unterrichten. 283. Das wäre erlaubt und sehr gut, aber selbst wenn es sich um einen reinen Frauenbetrieb handelt und alles äußerst keusch zugeht, ist es doch nicht so leicht, als Frau zu arbeiten. 284, 285. Befürworter des Islam verweisen darauf, wie wichtig es sei, so viele Kinder wie möglich zu gebären. 286, 287. All diese Schwangerschaften, das Stillen und zwischendurch die Menstruation führten allerdings dazu, dass es einer Frau physisch nahezu unmöglich ist, außer Haus zu arbeiten. 288. Und dabei darf man nicht vergessen, dass das alles bis zum 45. Lebensjahr einer Frau so weitergehen kann. 289. Muslimische Frauen müssten auch gar nicht arbeiten. 290. Um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. 291. Denn ein muslimischer Mann ist verpflichtet, für seine Frau zu sorgen. 292, 293. Das wäre der Beweis für die Frauenfreundlichkeit des Islam. 294, 295. Mädchen dürfen sich weigern, einen Mann zu heiraten, der für sie ausgesucht wurde. 296. Wenn sie schweigen oder zustimmen, sind sie mit der Heirat einverstanden. 297. Wenn sie nicht wollen, müssen sie ein sehr klares Nein aussprechen. 298. Aber das ist nicht dasselbe, als wenn ein Mädchen losgeht und sich selbst einen Mann aussucht. 299. Das würde nämlich bedeuten, dass es sich unter die Männer begibt.
mit ihnen in Kontakt kommen muss, mit Jungen spricht. 300. Und das ist im Islam absolut verboten. 301. Unter dieser Koranvorschrift ist zu verstehen, dass eine Frau die Zustimmung zu ihrer Heirat geben muss, dass sie sehr wohl oder aber auch nicht mit dem Mann einverstanden sein kann, den ihr die Eltern oder die Verwandtschaft ausgesucht haben. 302. Muslime wären überlegen, weil sie eindeutig wüssten, was gut und was schlecht ist. 303, 304. Am glücklichsten wären Ehen, die auf Anraten der sieben Älteren geschlossen. 305 wurden. 306. Obwohl der Islam einer Frau das Recht gibt, einer Ehe zuzustimmen oder sie abzulehnen, ist sie ein schamloses Wesen, wenn sie ohne die Zustimmung ihres Vormunds, Vaters oder Bruders heiratet. 307. Die Scharia erlaubt nicht, dass eine erwachsene Frau, die bei vollem Verstand ist, 308, eigenmächtig einen Ehevertrag schließt. 309, 310. Männer sollen keine Frau ohne die Anwesenheit ihrer Verwandten, 311, heiraten, sondern nur im Beisein ihrer Vormünder, 312, 313. Der Gesandte Allahs hält es für lasterhaft, wenn sich ein Mädchen selbst in die Ehe begibt, 314. Ein vernünftiger Mann hätte keinen Umgang mit dieser Sorte Frauen, denn diese Frauen, 315, würden keine Scham, 316, kennen und wären nicht sittsam, 317, 318. Heutzutage sind es Turniere zwischen dem Islam und der Aufklärung. Auch wenn nur selten oder nie ein Vertreter der letztgenannten Gruppe dabei ist, 319. Zur ersten Gruppe zählen Muslime, die nachtragend, neidisch und mit einem tiefen Gefühl der Unterlegenheit beweisen, dass der Rationalismus von der Macht Allahs ausgemerzt wird, 320, 321. An Ton und Inhalt der Vorträge ist zu hören, dass es hier nicht darum geht, im internationalen islamischen Verbund das Los der muslimischen Frau zu verbessern, die in großer Mehrheit zu den ärmsten Bevölkerungsschichten gehören, zu den Analphabeten und denen mit der schlechtesten Gesundheit, 322. Das besondere Kennzeichen des politischen Islam ist das völlige Fehlen einer Wirtschafts- und Sozialpolitik, 323. Noch nie ließen islamische Fundamentalisten Lösungsvorschläge für Umweltverschmutzung, Rechtslosigkeit, für Zurückgebliebenheit und Ausbeutung. Die Folgeerscheinungen von Feudalismus und Korruption sind für ansteckende Krankheiten, die die Welt heimsuchen, oder für die gigantischen Unterschiede zwischen Reich und Arm, 324 hören, 325. Wenn Sie sich einmal dazu äußern, dann so, dass der Westen, die Juden und die Hindus die Schuldigen und Ausbeuter und die Muslime die Opfer teuflischer Verschwörungen sind. 326. Nach der Ansicht der Fundamentalisten hat der Westen die moralische und ethische Überlegenheit des Islam untergraben. 327. Dies könne angeblich geschehen, weil in weiten Teilen der Welt der Westen auf Kosten früheren Vormachtstellungen der muslimischen Kalifen und Sultane die politische Macht an sich gerissen,
328 hätte 329. Demzufolge müssen Muslime die politische Macht wieder zurückbekommen oder zurückholen. Auf jeden Fall in Gebieten, in denen sie leben. 330. Nur dort, wo Muslime an der Macht sind, so lautet ihre Argumentation, kann der Islam völlig zu seinem Recht kommen und können islamische Moral und Ethik ihre Überlegenheit beweisen. 331. Schlussfolgerung der Fundamentalisten: Die islamische Renaissance ist von politischer Macht abhängig, also müssen wir die Herrschaft erlangen. 332. Alles andere, wie etwa die Lösung des Armutsproblems, ergibt sich ganz logisch daraus, sobald der Staat und seine Institutionen in muslimischer Hand sind. 333. Die Armen, diejenigen Männer und Frauen, die ausgebeutet werden, müssen sich noch ein bisschen in Geduld üben, bis der islamische Staat der Fundamentalisten existiert. Aber dann hat auch ihr Leid ein Ende. 334. Es ist genauso eine Utopie wie die Utopie von der Diktatur des Proletariats, die per Definitionem dem Verbrechen ein Ende machen wird. 335. Der politische Islam wird wie der Marxismus auf Dauer nicht überleben können. 336. Bis dahin müssen wir mit ihm leben, mit dem Obskurantismus, der Diskriminierung von Frauen und Minderheiten und mit dem Dschihad, der mit terroristischen Mitteln geführt wird. 337. In seinen Augen hatten Europa und Amerika das moralisch und ethisch Böse verbreitet. Und dieses Böse war die Frauenemanzipation. 338. Maududi zufolge ist Gehorsam das grundlegende Anrecht Allahs und die Lösung für alle Probleme der Welt, vom Hunger bis zur Pornografie. 339. Der Islam, schrieb er, fordert völlige Unterwerfung, Hingabe und Gehorsam gegenüber Allah. Wenn das befolgt wird, wird der Islam wieder mächtig sein und unsere Probleme werden gelöst sein. 340. Westliche Frauenrechte entziehen dem Islam die Grundlage. 341. Frauenrechte im westlichen Sinne kollidieren mit der Lehre des Propheten Mohammed. 342. Der Koran und die Hadithe und in ihrem Schlepptau die Fundamentalisten sind in verblüffendem Ausmaß auf Frauen und auf die Beziehungen zwischen Männern und Frauen fixiert. 343. Die Gebrauchsanweisungen für orthodoxe und fundamentalistische Muslime haben zu jedem Detail eines Frauenlebens etwas zu sagen. Darüber, wie eine Frau ein Bad nehmen, sich die Nägel und die Haare schneiden soll, darüber, dass sie sich nicht die Kleider vom Leib zu reißen oder zu jammern habe, wenn ein naher Verwandter stirbt, nicht in der Moschee zu beten habe und was sie während ihrer Menstruation zu tun habe. 344. Menstruation. Ein gläubiger Muslim kommt um vor Angst. Dieses Unreine, dieses Widerliche, dieses dunkle Blut. 345. Mein Gott, wie unheimlich. 346. Nacktheit, dasselbe. 347. Selbst wenn es sich nur um ein winzig kleines Stückchen Unterarm handelt, es lässt den Gläubigen schaudern vor Angst. 348.
Die Gefahren, die in einem unbedeckten Zentimeter Frauenhaut stecken, sind nicht aufzuzählen. 349. Es ist schaurig. 350. Hölle und Verdammnis. 351. Die Geschlechtertrennung hat die höchste Priorität für die Islamisten. 352. Sich anzusehen, das gehört sich nicht. Die Blicke der Männer bleiben auf der Höhe der bedeckten Busen hängen. 353. Nur gut, dass sich das Publikum verschleiert hat. 354. Die Männer sitzen diesen direkt gegenüber und wären womöglich auf wer weiß welche schmutzigen Gedanken gekommen, wenn die Frauen ihre Gesichter nicht hinter den Schamtüchern versteckt hätten. 355. Für diesen Abschnitt wird im Anhang Musikproduktionen auf das zusätzliche Unterhaltungselement 5, Fundamentalisten-Love-Song, verwiesen. Dazu zählen die Unterpunkte 5.1 Carsten Todd, Fundamentalisten-Love-Song, Sex on the Beach, John Doe, 5.2 Carsten Todd, Fundamentalisten-Love-Song, Urbana Metronica, Wu Yamix, Spinning Merkaba und 5.3 Carsten Todd, Fundamentalisten-Love-Song, Downs Battle, Instrumente, Ivan Shaw. Anhang Musikproduktionen. Punkt 5, Fundamentalisten-Love-Song. Dieses musikalische Werk erstellte ich vollständig selbst. Ich schrieb selbst den Text, sprach es selbst ein und produzierte es auch selbst. Ich gestaltete es also in seinem vollen Umfang selbst und selbstständig. Lediglich für den musikalischen Hintergrund bearbeitete ich selbst ein fremdes Werk. Anhang Musikproduktionen. Punkt 5.1 Carsten Todd, Fundamentalisten-Love-Song, Sex on the Beach, John Doe. Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von John Doe mit dem Titel Sex on the Beach. Der sippenälteste sprach, du bist nun
mein. Und von nun an schenke ich dir öfter mal ein Dorn ein. Ich bin Fundamentalist. Ich kann dir zeigen, wie stark meine Faust ist. Ich bin. Ich bin Fundamentalist. Ich zeige dir, wie hart mein Hammer ist. Ich starr auf deine Titten, denn ich bin Muslim. Irgendwann glaube ich, ich ergang mit dir intim. Dann hau ich dir Bock ein und schon bist du mein. Ich bin Fundamentalist, es ist nun mal wie es ist. Ich bin Fundamentalist. Ich kann dir zeigen, wie stark meine Faust ist. Ich bin. Ich bin Fundamentalist. Ich zeige dir, wie hart mein Hammer ist. Allah weiß, dass ich dich lieb. Drum versetzt ihr dir den nächsten Hieb. So ist das halt bei Fundamentalisten. Ist mir langweilig, zerhacke ich dich und stecke dich in Kisten. Steinzeit Power. Ich starr auf deine Titten, denn ich bin Muslim. Irgendwann glaube ich, ich ergang mit dir intim. Dann hau ich dir Bock ein und schon bist du mein. Ich bin Fundamentalist, es ist nun mal wie es ist. Ich bin Fundamentalist. Ich kann dir zeigen, wie stark meine Faust ist. Ich bin Fundamentalist. Ich zeige dir, wie hart mein Hammer ist. Zum Glück ist das Lied nur ausgedacht. Niemals habe ich so etwas gemacht. Ich habe es auch niemals vor. Dein Glück geht für mich allem vor. Starr auf deine Titten, denn ich bin Muslim. Irgendwann glaube ich, ich ergang mit dir intim. Dann hau ich dir Bock ein und schon bist du mein. Ich bin Fundamentalist, es ist nun mal wie es ist. Ich starr auf deine Titten, denn ich bin Muslim. Irgendwann glaube ich ergang mit dir intim. Dann hau ich dir Bock ein und schon bist du mein. Ich bin Fundamentalist, es ist nun mal wie es ist. Selbstverständlich plane ich bereits mit dem nächsten großen Special, welches zur 75. Sendung erscheinen soll. Dieses Mal wird es entsprechend meiner Erfahrungen als Dichter ein Special sein, welches sich in ausgleichender Themengerechtigkeit sensiblen, gefühlvollen Liebesliedern widmen wird. Selbstverständlich werde ich alle gespielten Titel selbst produziert haben. Womöglich werde ich in vielen oder vielleicht sogar in allen sogar im Vordergrund zu hören sein. Mir ist bisher noch nicht ganz klar, was an Liebesliedern rechtsradikal oder pornografisch ist. Aber vielleicht kann ich in den nächsten Wochen noch mancher Holzkopf aufklären. Ansonsten wünsche ich allgemeinhin einen tollen Abdreher. Viel Spaß!
Silvester ist immer das Gleiche. Jedes Jahr die gleiche Scheiße. Dem können wir uns nicht entziehen. Ich werde das nicht bedienen. Ich plane ein besonderes Silvesterprogramm. Während alle anderen Sender nur die gleichen Hits spielen, wie sie immer schon spielen, und voneinander kaum abgegrenzt, möchte ich eine Alternative anbieten. Ich arbeite an einem 8-Stunden-Programm, welches aus meinen eigenen Projekten besteht. Diese Sendung nenne ich dann Silvester Special. Noch ist unklar, ob Radio OKJ sich weigert, mein Silvester Special im Radio zu senden. Ich weiß auch nicht, ob es sonst jemanden interessiert oder irgendjemand hören möchte, aber ich werde es anbieten. Ich werde mein Silvester Special zusammenstellen. Und sobald es zusammengestellt ist, werde ich es verpacken. Und wenn es dann verpackt ist, werde ich es in der Nacht zwischen dem 30. und dem 31. Dezember über bekannte Medienkanäle veröffentlichen. Notfalls ganz allein, ohne Hilfe, ohne Unterstützung. Ich melde mich dann wieder. Silvester ist immer das Gleiche. Jedes Jahr die gleiche Scheiße. Dem können wir uns nicht entziehen. Ich werde das nicht bedienen. Punkt 3, Punkt 4, Punkt 4. Selbstbestimmung der Frau im Islam. Mädchen, die sich ihren Mann selbst aussuchen, so argumentiert Durrani, gehen frei, ohne dass sie jemand im Auge behält, mit Männern um, und das kann nur zu Katastrophen führen. 356. Fundamentalisten gehen sogar noch weiter in ihren Forderungen. Ersetzen aller Banknoten und sonstigen Dokumenten mit Darstellungen von Menschen. Papier, auf dem Korantexte stehen, dürfen nicht mehr recycelt werden. 357. Verbot aller Versicherungen. Schließung aller Gefängnisse. Entlassung aller muslimischen Beamten, die nicht
5-mal täglich beten. Universitäten und Schulen ausschließlich für Frauen, die Entfernung aller nicht-islamischen Hinweise aus den Lehrbüchern und die Schließung der Abteilungen für Geburtenbeschränkung in den Regierungskrankenhäusern. 358, 359. Nach Äußerung dieser Forderungen tritt eine Frau in Weiß ans Mikrofon. 360. Eine weiß gekleidete Person ohne Gesicht. 361, 362. Fotografen und Kameraleute trennen sich gegenseitig ab, um Fotos von ihr zu schießen. 363. Was für das westliche Verständnis rätselhaft bleibt. 364. Woher wissen Sie, wer sich hinter dem weißen Schamtuch verbirgt? 365. Woher sollen Ihre Zuschauer und Zuhörer es wissen? 366. Eine weitere wichtige Person für diese Muslime ist Quasi Hussein. 367. Quasi Hussein war von der Arabisch-Europäischen Liga, einer fragwürdigen Bewegung von Muslimen in den Niederlanden und Flandern, gebeten worden, eine Reihe von Vorträgen zu halten. 368. Quasi Hussein stand immer hinter den Taliban. Er unterstützte die Zerstörung der riesigen Buddha-Statuen in Afghanistan. Er ist ein Bewunderer von Osama bin Laden. Er findet, dass ein Dschihad gegen die Kuffar, die Ungläubigen, geführt werden müsse. Und er gibt die üblichen islamistischen Sprüche gegen den Westen und gegen die Juden von sich. 369. Mitglieder seiner Partei, 370, hatten auch Leuten aus dem Umfeld der Al-Qaida Unterschlupf gewährt. 371, 372. Muslime besitzen für das westliche Verständnis unverständliche Vorstellungen über Frauen und Mütter. 373. Muslimische Mütter erziehen die Kinder zu guten Muslimen. Das ist ihre Aufgabe und auch ihre Pflicht im Islam, aus den Kindern vorbildliche Muslime zu machen. 374, 375. Die Mütter im Westen, 376, seien ärgerliche Egoisten, für die Kinder eine Last seien und keine Freude. 377, 378. Die Karriere sei ihnen wichtiger als das Wohlergehen ihrer Familie. 379. Muslimische Frauen sind besser als westliche Frauen. Muslimische Frauen kennen ihren Platz als Tochter, Ehefrau und Mutter. 380. Diese Einstellung wird von einschlägigen Muslimen bejubelt. 381. Muslimische Frauen sind überaus zufrieden mit den Segnungen und den Rechten, die ihnen der Islam geschenkt hat. 382. Der Islam ist die einzige Religion der Welt, die das Leben, die Ehre und das Eigentum der Frauen schützt. 383. Andere Religionen und Kulturen sehen Frauen lediglich als Attraktion, als Ware. 384. Männer machen mit der Ehre und der Würde von Frauen, was sie wollen. 385. Muslimische Frauen haben kein gutes Wort für sogenannte Feministinnen übrig. 386. Die immer nur schlecht vom Islam sprechen. 387, 388. Zu pro-weiblichen Maßnahmen. 389. Der Regierung zählt, dass der Unterricht für Jungen und Mädchen definitiv getrennt, 390 sei, 391.
Für Mädchen bis einschließlich der 8. Klasse gilt die Schulpflicht 392. Mädchen erhielten gratis Schuluniformen und Bücher 393. Eltern ließen ihre Töchter wieder am Sport teilnehmen, seit die Regierung den Zutritt für männliche Trainer, Schiedsrichter, Fotografen und allgemein männliches Publikum beim Frauensport verboten habe. 394. Die Geschlechtertrennung wird in einigen Bereichen wahrscheinlich kaum möglich sein. Zur alternativen Verdeutlichung dient das zusätzliche Unterhaltungselement aus dem Anhang der Gespräche zwischen Kunstfiguren mit dem Unterpunkt 3. Wie steht's mit Internet? Hallo, liebe Damen. Wir wissen ja, wie es um die Geschlechterrolle der Frau in den muslimischen Ländern bestellt ist. Der Begriff der sexuellen Apartheid ist uns ebenfalls nicht unbekannt. Allerdings lassen sich die Geschlechter nicht überall trennen. Wie sollte man das zum Beispiel im Internet gestalten? Ich finde das absolut abscheulich. Frauen arbeiten genauso hart wie Männer, wenn nicht sogar noch härter. Alle angeblich frauenfreundlichen Regeln sind doch nur darauf ausgerichtet, die Frauen auszubeuten und zu unterdrücken. So etwas ist auch furchtbar. In meinem Gewerbe sind die Rollen von Männern und Frauen auch oft getrennt, aber auf eine viel schönere und angenehmere Art und Weise. In alten deutschen Märchen kann das ganz unterschiedlich sein. Die Kinder, mit denen ich oft zu tun habe, kennen meistens auch schon Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen, aber die wenigsten würden auf die Idee kommen, das so stark auszuleben oder die Mädchen einfach zu unterdrücken. Notfalls geht man einfach getrennte Wege. Um nochmal auf das Beispiel des Internets zurückzukommen, wie sollte man es da lösen? Man kann wohl kaum Seiten schaffen, die nur für Frauen. Man kann wohl kaum Seiten schaffen, die nur Frauen oder nur Männern zugänglich sind. Das wäre wie mit dieser Kindersicherung bei einigen Internetseiten, wo man als Kind einfach bloß lügen muss, dass man schon 18 Jahre alt wäre. Einige Länder gehen dazu über, das Internet komplett zu verbieten und jeglichen Zugang unmöglich zu gestalten. Wie sollte stattdessen eine Geschlechtertrennung auf diesem modernen Sektor funktionieren? Ich bin völlig dagegen, so etwas überhaupt einzuführen. Die Geschlechterrollen sollten nicht in dieser Form getrennt werden. Der Meinung bin ich auch. Wir sollten uns stattdessen endlich wieder schöneren Themen widmen. Wer kennt denn schon das neue Märchen vom roten Fuchs? Das ist doch auch eine Art Bildungsauftrag. Zukünftig könnten auch unangekündigt oder kurzfristig angekündigte Specials ein gelegentlicher Programmpunkt der Sendung Hottentot sein. Damit will ich in nächster Zeit beginnen, indem es zumindest ein spontanes Special geben wird. Irgendwann in den kommenden Sendungen werde ich ein größeres Special durchführen, welches aus einer weiteren unterhaltsamen und alternativ aufbereiteten wissenschaftlichen Arbeit bestehen wird. Dieses widmet sich dem Thema Pokémon. Leider weiß ich beim besten Willen bisher noch nicht, was an Pokémons rechtsradikal oder pornografisch ist. Ich hoffe, dass mir das bis dahin noch ein Holzkopf erklären kann. Für alle Leute, die sich nur dafür interessieren, mein Raubtier zu fühlen, meine Eier zu küssen, meine Bälle zu streicheln oder mein Bonbio zu lutschen, wird das womöglich das falsche Programm sein. Das können wir vielleicht ein anderes Mal nachholen. Allen anderen wünsche ich viel Spaß.
T E C S D B V C T S R H T B J L R S R O K J. Das ist das Motto meiner ersten Sendung nach dem 19. November. Ich begann am 19. November und werde zur ersten Sendung danach zum Start in mein neues Sendejahr nochmal meine besten Titel spielen. Daher auch das kurze, aber einprägsame Motto CTECSDBVCTSRHTBJLRSROKJ. Kürzer ging's ja nun wirklich nicht. Für alle, die lieber die lange Fassung hören wollen, gerne nochmal das Sendemotto ausformuliert. Carsten Todds erfolgreichste Clips seit dem Bestehen von Carsten Todds Radiosendung Hottentott beim Jenaer lokalen Radiosender Radio OKJ. Für diese Sendung versuche ich, meine beliebtesten Projekte nochmal in eine einzige Sendung zu packen. Dabei orientiere ich mich sehr an den Views-Zahlen bei YouTube. Wer mitwählen will, muss also nichts anderes tun, als sich meine Projekte auf YouTube anzuhören. Ich verspreche nicht, dass jedes Projekt seinen Weg in diese Sendung findet. Vor allem den Anteil an News-Zusammenschnitten und uninstrumentalisierten, verlängerten Versionen werde ich notfalls reduzieren. Ich tue aber mein Bestes, eine tolle Sendung aus meinen beliebtesten Projekten zusammenzustellen und so nochmal einen lohnenden Abend mit Rückblick zu schaffen. Schließlich steht an diesem Abend alles unter dem Motto CTECSDBVCTSRHTBJLRSROKJ. Punkt 3, Punkt 4, Punkt 5. Sexskandale, die auf der sexuellen Apartheid beruhen. Wochen wurde über einen Sexskandal in Peshawar gesprochen, der von der von den Fundamentalisten so hochgelobten Apartheid der Geschlechter herrührt. 395. Lehrer, männliche Reinigungskräfte der Schule, Hausmeister, Hotelbesitzer und Schüler waren daran beteiligt. 396. Es ging um den jahrelangen sexuellen Missbrauch von Jungen. 397. Lehrer erpressten die Schüler mit schlechten Noten. 398. Eine schlechte Note konnten sie verbessern, indem sie mit dem Lehrer oder anderen Männern in kleinen Hotels in der Nähe der Schule Geschlechtsverkehr hatten. 399. Weil die Besitzer der kleinen Hotels keinen Ärger mit der Polizei wollten, weigerten sie sich, Mädchen zu den Kunden zu schicken. 400. Die Lehrer ließen die Jungen von den Hausmeistern der Schule zu den Hotels bringen. 401. Wenn sie zurückkamen, wurde ihre Note nach oben korrigiert und der Lehrer teilte den Gewinn aus der Prost mit dem Hotelbesitzer. 402. Manchmal kam der Kunde in die Schule. 403. Dann holte der Hausmeister einen Jungen aus dem Unterricht, brachte das Paar auf den Dachboden
und stand Schmiere. 404. Der Skandal kam ans Licht, als einem Lokalberichterstatter auffiel, dass sich sein kleiner Neffe merkwürdig benahm und Angst hatte, in die Schule zu gehen. 405. Er ging der Sache nach und publizierte die Geschichte in einer Zeitung in Peschawar. 406. Der Bericht wurde sofort in der landesweiten Presse nachgedruckt. 407. Obwohl es in allen pakistanischen Zeitungen und Zeitschriften zu lesen war und in allen Fernsehsendern ausgestrahlt wurde, die Sache wurde wie immer unter den Teppich gekehrt. 408. Genau wie bei sexuellen Übergriffen, Vergewaltigungen oder Missbrauch von Mädchen müssen vier Männer, Muslime von untadeligem Ruf, zusammengetrommelt werden können, die Augenzeugen des sexuellen Verkehrs der Männer mit den Jungen waren. 409. Ein Mitglied der Kommission für Gesundheitswesen sagt im Parlament, Missbrauch von Jungen komme auf so gut wie allen Grund- und höheren Schulen in Peschawar vor. 410. Der Bildungsminister erklärte später, er könne nicht mehr tun, als einige der Lehrer, die am Missbrauch der Jungen beteiligt waren, an eine andere Schule zu versetzen. 411. Dem Direktor von Save the Children zufolge läuft die Sache folgendermaßen ab. In den Hotels liegen Alben mit Schulfotos der Jungen, aus denen die Kunden auswählen können. 412. Dann wird ein Botenjunge zur Schule geschickt und der Lehrer holt den Jungen aus dem Unterricht. 413. Dies geschieht häufig tagsüber und wenn ein Junge später am Tag noch gebraucht wird, sagt man den Eltern, er habe nachsitzen müssen oder sei beim Cricket-Training gewesen. Ältere Jungen versuchen, die jüngeren Knaben mit Vergewaltigungen zu dominieren und zu erpressen. 414. Später führen die Älteren die Kleineren bei den Lehrern und den Hotels ein und zeigen ihnen, wie sie sich lieb Kind machen oder ihre Note verbessern können. 415. Südlich von Peschawar liegt ein Gebiet, wo es ein Brauch der reichen Grundbesitzer ist, sich Jungen als Mätressen zu halten. 416, 417. Auch wenn die Grundbesitzer verheiratet sind und Kinder haben, gehören die Jungen als eine Art sexueller Page zu ihrer Encourage. 418. Sie bekommen schöne Kleider, werden mit Blumenkränzen behängt und dürfen immer ganz in der Nähe ihres Herrn sitzen. 419. Manchmal erhalten sie Geld, manchmal wird ihnen ein teures Geschenk zugeschoben und für die Familie des Knaben wird gut gesorgt. 420. Diese bekommt Mehl, Zucker, Tee und in manchen Fällen wird das Schulgeld für einen jüngeren Bruder bezahlt. 421. Und wenn der kleine Freund zu alt geworden ist, nicht mehr hübsch und frisch, dann wird er nicht auf die Straße gesetzt, sondern sein restliches Leben von seinem früheren Herrn unterhalten, für den er dann allerlei Aufträge erledigen muss. 422. Sexuelle Kontakte zwischen Jungen und Männern und Jungen untereinander, 423, sind nicht nur eine Gewohnheit, sondern sozial akzeptiert. 424, 425. In den Gebieten der Paschtunen ist es eine Frage des Stolzes und der Macht, der aktive, der männliche Partner in einer homosexuellen Beziehung zu sein. 426.
wie häufig es auch vorkommt und wie stolz die Männer auf ihre Konkubinen auch sind, es ist doch sehr schwer, mit ihnen darüber zu reden. 427. Sollte es doch zu Gesprächen kommen, sind Begründungen zu hören wie: Junge Knaben machen einen richtig gehend süchtig. 428. Es ist die einzige Möglichkeit, in der langweiligen, abstumpfenden Gesellschaft, in der wir leben müssen, noch ein bisschen Spaß zu haben. 429. Oder der einzige Sex, den man noch wirklich genießen kann, ist Sex mit Jungs. 430, 431. Alle sind sich darüber einig, dass Geschlechtsverkehr mit Jungen sicher sei. Sie werden nicht schwanger und man bekommt keinen Ärger mit der Familie, weil man sie angefasst hat. 432, 433. Von Mädchen sollte man besser die Finger lassen. 434. Pädophilie, Knabenbrust, Knabenkonkubinat, Homosexualität. Verboten im Islam, natürlich, wie es in allen Offenbarungsreligionen verboten ist. 435. Aber er kommt doch vor, der Geschlechtsverkehr mit Jungen, und zwar in großem Maßstab. 436. Gerade durch die Apartheid der Geschlechter, durch den Ehrbegriff der Männer, der an die Jungfräulichkeit und Sittsamkeit ihrer Frauen gebunden ist, und durch den Konkurrenzkampf zwischen Männern und Jungen darum, wer die meisten Erektionen pro Tag hat und am häufigsten einen Orgasmus hat, denken Männer und Jungen den ganzen Tag an Sex. 437. Sex ist die nationale Zwangsvorstellung. 438. Der einzige Sex, an den man problemlos herankommt, ist derjenige mit Jungen. 439. Sex ohne Risiken, so denken Männer in Pakistan. 440. Kein Getue mit Jungfernhäutchen. Keine unerwünschten Schwangerschaften, keine Familienehre, die verletzt wird und wegen der gekämpft werden muss, kein Karokari, kein Theater wegen Vergewaltigungen. 441. Die Vorteile von Sex mit Knaben in einer Gesellschaft der Apartheid der Geschlechter lassen sich gar nicht alle aufzählen. So viele sind es. 442. Kondome werden nicht benutzt. 443. Syphilis und AIDS verbreiten sich in rasendem Tempo. 444. Aber auch in einer Welt der Apartheid der Geschlechter. 445. Wo Geschlechtsverkehr mit Jungen. 446. Normal ist. Vergewaltigungen von Jungen. In großem Maßstab in Gefängnissen 447 stattfinden, wo nicht einmal 10 Jahre alte Jungen zusammen mit erwachsenen Verbrechern in Baracken eingesperrt 448 werden, die unverbesserlichsten Knabenvergewaltiger Polizisten 449 sind und der Ehrbegriff der Männer, der an die Jungfräulichkeit und Sittsamkeit ihrer Frauen gebunden ist, 450, gibt es Viertel wie das exotische Shahi Mohalla in der Altstadt von Lahore, die genau wie das Amsterdamer Rotlichtviertel de Wallen mit weiblichen Prostituierten und deren Zuhältern voll sind. 451, 452. Der Beruf des Freudenmädchens wird von der Mutter auf die Tochter vererbt. 453. In der muslimischen Welt gab es aber noch mehr.
wie zum Beispiel diese Zustände, wenn Sunniten Schiiten in die Luft jagten oder Schiiten Sunniten angriffen. 454, 455. Hinter dem Bombardieren von Moscheen und den Angriffen der Selbstmordterroristen auf Mitglieder einer anderen muslimischen Gruppierung steckten, so der Minister, ausländische Elemente. Denn Muslime ermorden sich nicht gegenseitig. Sie verüben keine terroristischen Anschläge aufeinander. 456. Die Anzahl der Opfer des Sektierertums während der Amtszeit des Ministers ist höher als je zuvor. 457. Die islamistische Geistlichkeit hat er über die Sittengesetze Pakistans gestellt. 458. Im Grunde hat er gesagt, macht mit euren Schülern, wozu ihr Lust habt, wenn ihr nur dafür sorgt, dass nichts davon nach außen dringt. 459. Doch sogar der Sohn Zia-ul-Haqs kann die Sikh-Skandale in den Madrasas nicht aus den Zeitungen heraushalten. 460. Im Juni 2004 kam ein 5-jähriger Junge namens Talha nach dem Koranunterricht nicht nach Hause. 461. Das Ganze geschah in Lahore. 462. Seine Mutter machte sich auf die Suche und kam in die Moschee, wo das Kind angefangen hatte, den Koran auswendig zu lernen. 463. In einer dunklen Ecke des Gebäudes fand sie Talha, blutend und bewusstlos. 464. Sie wollte bei der Polizei Anzeige erstatten, aber die Geistlichen der Moschee sagten, sie solle es sein lassen. Sie seien von der Al-Qaida und diese wisse gut, was man mit Lügnern wie Talhas Mutter zu tun hätte. 465. Die Mutter, eine Witwe, erstattete keine Anzeige. 466. Ähnlich unter Druck gesetzt werden auch schon kleine Kinder. 467. Sanam, ein 9-jähriges Mädchen aus einem Dorf in der Nähe von Sukkur, musste an einem Tag im Februar 2004 nachsitzen. 468. Der Madrasa-Lehrer sagte, dass sie mit ihm in sein Haus gehen müsse. 469. Sie sei seine Frau, sagte er. 470. Das Mädchen flüchtete zu ihren Eltern, der Koranlehrer hinter ihr her. 471. Aber die Geschichte stellte sich als wahr heraus. 472. Der Geistliche hatte Sanams Vater, der ein bettelarmer Mann war und weder lesen noch schreiben konnte, am Tag davor ein Papier unterzeichnen lassen. 473. Es sei ein Brief mit einer Bitte um Almosen. 474. Der Vater unterschrieb. 475. Aber damit hatte er seine kleine Tochter an den Mann verheiratet, denn es handelte sich um einen Ehevertrag. 476. Der Vater wollte seine Tochter bei sich behalten, aber es war nichts mehr zu machen. 477. Am selben Abend noch rief der Geistliche einen Rat der Dorfältesten zusammen, welcher ihm Recht gab. Sanam hatte bereits ihre Periode und war deshalb im heiratsfähigen Alter. 478. Und der Ehevertrag war von ihrem Vater unterschrieben worden. Also war alles den Regeln entsprechend abgelaufen. 479. Im September 2002 schnitt ein Koranlehrer einem seiner Schüler die Zunge ab.
480. Der Junge war 18 Jahre alt und jahrelang von seinem Lehrer missbraucht worden. 481. Irgendwann wurde es ihm zu viel und er weigerte sich, noch länger sexuell zur Verfügung zu stehen. 482. Sein Koranlehrer wurde daraufhin so wütend, dass er ihn überwältigte und ihm mit einem Messer die Zunge abschnitt. 483. Ähnliche Fälle wie die letztgenannten Ereignisse scheint es in der muslimischen Welt sehr viele zu geben. 484. Die übliche Strafe, die Kinder in Madrasas bekommen, wenn sie ihre Lektionen nicht gut lernen, vor Müdigkeit einnicken oder sonst in den Augen des Lehrers irgendwas falsch machen, besteht in Stockschlägen oder stundenlangem Sitzen in der Hocke mit hinter den Knien verschränkten Händen. 485. Was in Pakistan ebenfalls jeder weiß, worüber aber nur selten geschrieben wird, ist, dass die kleinen Jungen, die in den fröhlich bemalten pakistanischen Lastwagen mitfahren, de facto die Konkubinen der Fahrer sind. 486. Die Jungen sind dazu da, beim Ausladen zu helfen, den Lastwagen sauber zu machen, Tee und Essen für die Fahrer zu holen und den Beruf des Lastwagenfahrers zu erlernen. 487. Aber wozu sie vor allem dienen, ist Sex. 488. Auch dieser Knabensex ist eine Folge der sexuellen Apartheid, der Burda. 489. Die Fahrer sind monatelang von ihren Familien und von ihren Ehefrauen getrennt und müssen trotzdem sexuell zum Zug kommen. 490. Sie gehen lieber nicht zu den Huren, da diese Geldkosten und Geschlechtskrankheiten verbreiten. 491. Die kleinen Jungen sind gratis. 492. Sie kosten nicht mehr als ein bisschen Tee und Brot und bekommen überdies eine Ausbildung zum Lastwagenfahrer. 493. Alle Trucker in Pakistan haben auf diese Weise angefangen. 494. Währenddessen protestieren sogar muslimische Frauen gegen Frauen, die Hudud-Gesetze abschaffen wollen. 495, 496. Die Hudud-Gesetze stellen die Regeln Allahs dar. 497. Und würden die Ehre und Würde der Frau. 498. In dieser Gesellschaft schützen. 499. Die Hudud-Gesetze kommen von Allah und wir Menschen dürfen sie nicht verändern. 500. Sie stärken die Familienbande und die Familie ist der Grundpfeiler der Gesellschaft. 501. Die Hudud-Gesetze sind die einzige Garantie, dass zwischen Männern und Frauen kein gesellschaftlicher Verkehr stattfinden kann. 502. Das behauptet Dr. Samia Rahil Hussain und fährt fort. 503. Wir weisen die Männer und Frauen, die Hudud-Gesetze abschaffen wollen, darauf hin, dass Pakistan das Land der Muslime ist und wir die Anhänger des heiligen Propheten sind und wir jedem, der es wagt, die Gesetze Allahs zu verändern, eine Lektion erteilen werden. 504. Ein zusätzliches Unterhaltungselement, mit dem sich nach diesem Beitrag der Kopf vielleicht wieder frei bekommen lässt,
an dem hoffentlich niemand etwas auszusetzen hat, außer vielleicht ein paar Veganer, befindet sich im Anhang Musikproduktionen unter Punkt 6, Butterbrotstulle. Dazu zählen die Unterpunkte 6.1, Carsten Todd, Butterbrotstulle, Dollheads, Ivan Shaw und 6.2, Carsten Todd, Butterbrotstulle, Turbo Tornado, Admiral Bob. Anhang Musikproduktionen. Punkt 6, Butterbrotstulle. Dieses musikalische Werk erstellte ich vollständig selbst. Ich schrieb selbst den Text, sprach es selbst ein und produzierte es auch selbst. Ich gestaltete es also in seinem vollen Umfang selbst und selbstständig. Lediglich für den musikalischen Hintergrund bearbeitete ich selbst ein fremdes Werk. Anhang Musikproduktionen. Punkt 6.1, Carsten Todd, Butterbrotstulle, Dollheads, Ivan Shaw. Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von Ivan Shaw mit dem Titel Dollheads. Ist die Butterbrotstulle, du bist mir nicht kein Schnulle. Meine Butterbrotstulle, du bist das, was ich jetzt wolle. Du bist so frisch und elegant, ich nehme dich so gerne in die Hand. Du bist im Moment alles für mich, was wäre ich nur ohne dich? Butterbrotstulle, Butterbrotstulle, oh, meine Butterbrotstulle, Butterbrotstulle, oh, meine Butterbrotstulle, meine kleine Butterbrotstulle. Du bist die Butterbrotstulle, du bist mir nicht kein Schnulle, meine Butterbrotstulle. Du bist das, was ich jetzt wolle. Butterbrotstulle. Oh, meine Butterbrotstulle. Butterbrotstulle. Oh, meine Butterbrotstulle. Meine kleine Butterbrotstulle. Du machst mich satt mit deiner Liebe. Du bist alles, befriedigst meine Triebe. Du bist das einzig Wahre für mich. Du bist meine Butterbrotstulle. Ich liebe dich. Du bist die Butterbrotstulle. Du bist mir nicht kein Schnulle. Meine Butterbrotstulle. Du bist das, was ich jetzt wolle. Du gibst mir mehr, als mir jeder andere geben kann. Ich will nur noch bei dir sein und denke, oh Mann. Du bist alles, was für mich noch zählt. Meine Zukunft wird nur durch dich erlebt. Butterbrotstulle, oh, meine Butterbrotstulle, Butterbrotstulle, oh, meine Butterbrotstulle, meine kleine Butterbrotstulle. Du bist die Butterbrotstulle, du bist mir nicht ganz Schnulle, meine Butterbrotstulle. Du bist das, was ich jetzt wolle.
Butterbrotstulle. Butterbrotstulle. Oh, meine Butterbrotstulle. Butter, Butter, Butterbrotstulle. Oh, meine Butterbrotstulle. Meine kleine Butterbrotstulle. Ich vergesse nie, wie zärtlich du zu mir bist, wie geschmackvoll du in deiner Seele bist. Ich liebe dich so, ich könnte dich fast fressen, Biss für Biss, ich werde dich nie vergessen. Du bist die Butterbrotstulle, du bist mir nicht ganz stulle, meine Butter. Butter, Butterbrotstulle, du bist das, was ich jetzt wolle. Leider ist die Sendezeit fast vorüber. Das nächste Mal sind wieder einige bekannte und hoffentlich auch einige neue Werke zu hören. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Ihr wisst ja, wo ich sende. Wer den nächsten Sendetermin nicht mühsam im Programmkalender suchen möchte, kann gerne meine Künstlerseite auf Facebook abonnieren. Ich bin dort hoffentlich unter meinem Namen Carsten Todd zu finden. Mich schreibt man übrigens mit C. Ich freue mich, wenn ihr für mich sogar einmal auf Gefällt mir drückt. Hin und wieder poste ich übrigens auch was bei YouTube. Ebenso bin ich auf vielen weiteren Wegen erreichbar. Natürlich freue ich mich auch auf eure Nachrichten. Ich bedanke mich bei allen Künstlern, Sendern und Kanälen für das veröffentlichte Material, welches ich hier gern zitiere, sowie bei allen Zuhörern für das Interesse, welchen Mist ich mal wieder verzapfe. Zum Abschluss lasse ich nochmal die Kontaktdaten des Senders hören. Bis bald! Telefon 03641/52220. Fax 03641/52211. E-Mail carsten.todd@uni-jena.de. E-Mail-Adresse des Senders info@radio-okj.de. Facebook www.facebook.com/carsten.todd.009/